Herzlich willkommen zum Gemüsefan-Podcast und zum Glück auch heute an meiner Seite ist der gute alte Tomate. Jo, hallo Arti, hallo junges Gemüse. Denn wir schauen eine, ja, Nutzerempfehlung von dem guten Melmensch320. Grüße gehen raus. Ja, danke, lieber Melmensch. Ich habe den Titel vergessen. Oma, wie war das damals in Deutschland oder so heißt der Spaß hier. Ja, es ist ein YouTube-Video von Ponywurst Productions namens Oma, was war noch mal dieses Deutschland? Soll ich vielleicht mal kurz Den den Text Klappentext? dazu vorlesen? Gern. Genau. Ist nicht so lang. Und zwar schreiben sie: Wir haben es zu Ende gedacht. Als sie einander auf dem Parkplatz vom Athlon 5.000 € Kuverts zusteckten und sagten, sie wollen in 10 bis 15 Jahren Millionen nach Nordafrika abschieben, mussten wir schon ein wenig schmunzeln. Wer soll das machen? Ihr und welche Bevölkerung? Nun ja, manche können rechnen, andere brauchen bunte Bilder. Die können wir anbieten. Eine Denkhilfe. Okay, Okay, das ist der Text dazu. Also ich weiß jetzt überhaupt nichts von dem Clip, muss ich sagen. Ich nehme an, das ist ein Anti-AfD-Clip, oder? Es geht auch bestimmt hier in dem Text um das Thema Remigration. Also so wie der das. Klappentext lang, ja. Mit Ja, irgendwelchen okay, gut. Kuverts, ja. Gut, ich weiß überhaupt nichts. Dann steig mal einfach mal rein, ja? Genau, dann viel Spaß. Mehr zur katastrophalen Lage in Deutschland. Entschuldigung, aber wieso sieht das aus wie so eine Heuschrecke oder irgend so ein Käfer? Dieses Gebäude. Ist es eine Hütte? Ja, und vor allem ja im Jahre 2060 in Nordafrika. Also ganz ehrlich, ich glaube, die werden dann immer noch nicht irgendwelche futuristischen Hütten haben. Das wird Ja. dann immer noch aussehen wie heute im Jahr 2060. Oder wir Denn so stellen die lange den da ist es hin, auch gar aber nicht hin. ansonsten, ja. Ja, aber die von alleine werden da, glaube ich, nicht viel reißen. Ich meine, sorry, ja, schaut euch mal an, was ich die letzten 100 Jahre so dort getan habe. Da geht, da, weiß nicht, da tickt der Uhrzeiger ein bisschen langsamer. Ja, wir haben auch keinen Zeitdruck, ne? Alles gut. So, wir achten noch mal darauf, was die Stimme sagt. Ich glaube, das ist wichtig. Moment, ich mache noch mal von vorne. Es sind ja nur 2 Sekunden. Mehr zur katastrophalen Lage in Deutschland nach dem nächsten Titel. Sorry, mehr Katastrophale zur Lage. katastrophalen Lage in Deutschland. Oma, was war noch mal dieses Deutschland? In der Schule meinen die Kinder, das gibt es gar nicht mehr. Doch, mein Licht, Deutschland gibt es noch. Es ist nur anders. Du meinst seit dem Exodus? Ja, aber damals hat Seit es. dem Exodus. Aber damals hat es einen anderen Namen. Und wie sie ja diese fast ja apokalyptischen oder zombie-apokalyptischen Bilder hier einstreuen, ne? Ja. Vor allem das, ganz ehrlich, das sieht doch trotzdem besser aus als die Hütten, die wir dort gesehen haben in der Wüste dort. Tja. Exodus nennen wir das heute. Sie nannten es Remigration. Die ersten, die hierher kamen, kamen nämlich gar nicht freiwillig. Sie wurden gezwungen. Ach so, okay, ich dachte schon, die ersten, die nach Deutschland kamen, kamen nicht freiwillig. Okay. Jetzt Ja, verstehe ich. nee, die gehen mussten nach Nordafrika und dann dort hier das blühende Wakanda scheinbar aufgebaut haben. Sie wurden Ja, gezwungen, als, weißt du, wenn vor du allem als, abschiebepflichtig bist und das Recht ja. durchgesetzt wird, dann ist das nicht gezwungen aus Lust und Dollerei, sondern weil nun mal der Rechtsstaat greift. Vor allem, als würde es in Deutschland dann wirklich zugehen wie bei 28 Days Later oder so, nur weil die Bevölkerung ethnisch anders ist. Also, wenn überhaupt, dann das ganz klare Gegenteil. Ich glaube, dann wären wir nämlich Wakanda und nicht andersrum. Weil du dir, naja, du hast dann auch viele Probleme auf einmal nicht, kannst dich anderen Aufgaben widmen. Ich meine, die Kriminalität allein, die würde sowas von sinken. Ja, klar. Ihr wurdet gezwungen zu gehen? Nein, wir nicht. Wir kamen freiwillig. Es gab ja nichts mehr in Deutschland. Nachdem so viele das Land verlassen mussten, fehlten natürlich genau diese Menschen. Bilder, ey. Unsinn, absoluter Unsinn, dass, wenn Migranten fehlen würden, dass es dann so aussehen würde. Das ist Unsinn. Naja, ich könnte mir vorstellen, Arztpraxen, Schulen. Ja. dass andere Migranten dann so ein bisschen Brandschatzen durch die Gegend ziehen, dass es deswegen so aussieht, aber. Nicht 2060 mehr. Keine Aber das Chance. würden die ja nicht machen können, wenn die remigriert sind. Dann können die ja nicht brandschatzend durch die Gegend Ja, du ziehen. kriegst ja nicht alle sofort an einem Tag remigriert, ne? Ach so, das kann sein. Ja klar, dass es dann zu Unruhen kommen würde. Na, das stimmt, damit kann man rechnen. Aber Aber ich das sage wird dir, hier. 2060 wäre das wieder aufgeräumt. Ja. Aber so wie hier würde das nicht aussehen, weil auf einmal nur Deutsche in Deutschland wohnen. Also, was ist denn das? Ich bin ein alberner Ansatz. So, ich mache nochmal ganz kurz zurück, weil die sagt jetzt, glaube ich, genau, wo es gefehlt hat. Die hat nämlich, glaube ich, Arztpraxen gerade gesagt. Moment.
genau diese Menschen. Arztpraxen, Schulen, Universitäten wurden bis auf wenige geschlossen. Es tut mir leid, Dr. Jamil wurde heute remigriert. Sag mal, haben die das ganze Video so mit KI gemacht, oder? Ja, das sieht doch alles so unwirklich aus die ganze Zeit. Ja, ja. Ich habe erst gedacht, es ist irgend so ein Filter drüber gelegt, aber ist es nicht. Es ist einfach jede Szene mit so einem KI-Input. Ja. Dieser Satz gerade war schon göttlich. Dr. Jamil wurde remigriert. Also wie viel Dr. Jamils gibt es bitte in Deutschland? Also, ja, und selbst wenn, der würde doch nicht abgeschoben werden. Der ist ja nicht das Problem. Ja. Das Problem ist Jamils 100 Cousins, die Bürgergeld empfangen. Nett ausgedrückt. Ja, ja. Und das geht hier schon von völlig falschen Prämissen aus. Also ich muss da hier nochmal den Text, den Klappentext zitieren. Die schreiben ja selbst, Ponywurst Production, manche können rechnen, andere brauchen bunte Bilder. Also ihr könnt wahrscheinlich nicht rechnen, Ponywurst Productions, gehe ich davon aus, weil der Anteil der Ärzte unter der deutschen Bevölkerung wird wesentlich höher sein als der Anteil der Ärzte unter, was weiß ich, der syrischen Bevölkerung, die in Deutschland ist, oder der afghanischen. Das war erst letzte Woche Thema in der Honigwabe. Oder ja, vor allem das hatte der Kasper mal ausgerechnet. Also bei den Syrern ist es tatsächlich so fast wie bei den Deutschen. Mhm. Ne? Also da könnte man nur diesen Faktor betrachtet sagen, okay, dann ist es plus minus null. Mhm. Dann hast du natürlich immer noch die ganzen anderen Effekte auf anderen Feldern wie Monatsmarkt und so weiter und Kriminalität, die da reinspielen. Das war das einzige Land. Alle anderen waren mir ferner liefen. Ne? Also ja, wenn ich mich recht entsinne, war das bei Türken zum Beispiel dreimal so wenig. Also die haben nur ein Drittel dieser Quote erreicht, der Ärztequote im Vergleich zur ethnischen Bevölkerung. Aber möchtest du den Döner verlieren? Ja, das hätte ich bringen können. Dr. Döner Jamil hat das Land verlassen. Oh nein! Remigriert. Oh nein, jetzt auch noch der Doktor. Der Müll nicht abgeholt, Post nicht zugestellt, Felder nicht geerntet. Also so ein Scheiß. Also die ganzen Müllmänner, die ich kenne, sind A, Männer und B, halt so übelst urdeutsche Typen. Ja. Also ich habe noch nie einen Südländer da gesehen, ehrlich gesagt. Wobei ich erwarten würde, dass das so ein Job wäre, den die eher machen täten, weil gutes Geld und ja, du musst nicht viel, du lernst halt Tonnen, ne? Ja, und vor allem merkt man, dass die Ersteller von diesem Clip einfach keine grundlegende Ahnung haben von Wirtschaftsprozessen. Also ist ja nicht so, wenn jetzt auf einmal ein Mangel entstehen würde an Müllmännern, also was würde dann passieren? Natürlich würden Müllmänner dann vielleicht doch noch mal ein bisschen mehr Geld verdienen und werden ordentlich gefragt. Und dann wird das einfach mit Deutschen nachbesetzt. Also es macht so keinen Sinn, dass wirklich nur Ausländer Müllmann werden wollten. Oder ja, das Narrativ Bauern ist ja, dass nicht, egal was jetzt ist, es gibt nicht genug Deutsche, um all diese Felder abzudecken. Also wir brauchen irgendwo ausländische Fachkräfte. Und das ist auch und Unsinn, das ist halt weil... Ja, das ist ja auch schon falsch, weil wir dann auch weniger von diesen Sachen brauchen. Zum Beispiel jetzt Müllmann, Thema Müllmann. Wenn es weniger Leute in Deutschland gibt, wird auch weniger Müll produziert und dann werden auch weniger Müllmänner nötig sein. Genauso beim Thema Essen, Landwirtschaft. Ich meine, du hast dann weniger Münder zu versorgen, brauchst dann weniger Fläche zu bewirtschaften und deswegen weniger Bauern und so weiter und so fort. Also die ganze Scheiße ist eigentlich ein einziges Verlustgeschäft die ganze Zeit über. Vor allem, weil es mir gerade einfällt, beim Thema Arzt ist es ja genauso. Also die Kosten, die wir in das Gesundheitssystem für Flüchtlinge stecken, die sind ja so massiv. Und wie das die Wartezeiten erhöht, auch für deutsche Patienten, das wäre dann eben nicht so. Also die Wartezeiten, könnte ich mir vorstellen, wären dann einfach kürzer. Auf jeden Fall. Ja. Und du hast vor allem ganz wichtig, nicht irgendwelche Probleme wie in Westdeutschland, dass auf irgendwelchen Stationen große Familien, irgendwelche Clans Krawall machen. Weil also man hört das ja immer wieder, jemand kommt dort auf die Rettungsstelle und dann kommt gleich noch der ganze Clan damit an und die machen da übelst Rabatz und schreien die Ärzte an, halten den Betrieb auf, genau, tun am besten noch irgendwie den Rettungswagen anhalten oder Rabatz machen, keine Ahnung. Klar, das wäre alles weg, ne? Und man vergisst halt auch immer, dass diese ganzen Leute, die jetzt nicht Arzt sind und trotzdem zugewandert sind, auch die werden irgendwann alt, ne? Und belasten dann zeitmäßig das Gesundheitssystem wie die jetzigen Rentner. Das ist halt nur wieder mal ein aufgeschobenes Ding. Im besten Falle. Ja, im besten Fall. Erntet, Lebensmittel nicht geliefert, Fabriken geschlossen. Die Nationalmannschaft verlor noch höher.
Das alte ist Menschen, vereinsamt ja, ohne Pfleger. Ich muss noch mal kurz die Pause machen. Weil, ja, ich finde auch das Thema Fußball, finde ich da eigentlich schon ganz interessant, weil ich finde, beim Thema Fußball, finde ich, sieht man eigentlich auch ganz gut, was das macht, wenn der ethnische Anteil kippt in so einer Gesellschaft. Also die 2000, wann haben wir die WM gewonnen? 2014, ne? Klar, ich glaube, ja. War da auch schon der Migrantenanteil ganz ordentlich in der deutschen Nationalmannschaft, aber dem Vernehmen nach war das ja doch ein gutes Zusammengehörigkeitsgefühl. Die haben sich halt wirklich alle reingehangen, als Deutsch gesehen alle reingehangen. Und jetzt, ja, jetzt ist das so ein Mischmasch. Also jetzt gibt sich da keiner mehr Mühe, weil jeder noch irgendwie eine andere Mannschaft hat, für die er eigentlich brennt. Ja, du, aber ganz ehrlich, wenn das der Preis ist, den ich für die Flieger zahlen muss, dass wir nicht mehr WMs und EMs im Fußball gewinnen, ja, dann zahle ich mit einem Lächeln. Also das könnte mir nicht egaler sein. Also. Das sowieso, aber wie gesagt, ich würde sogar argumentieren, dass ich nicht glauben würde, dass die deutsche Mannschaft unbedingt schlechter spielen würde. Zumal, ganz ehrlich, wie soll denn die deutsche Mannschaft schlechter spielen als aktuell? Wir haben noch seit zig Turnieren nichts mehr Gescheites gewonnen. Meine letzte WM sind wir in der Gruppenphase rausgekegelt worden. Ja, die du kannst es auch nur noch verpassen, die Qualifikation zu erreichen. Das ist so, keine Ahnung. So. Ja. Eben. Also das ist auch so ein richtiges Boomer-Argument. Also, das ist für den wirklich absolut uninformiertesten Idioten da draußen gedacht, der irgendwie nur ans Grillen denkt. Ja, denk doch mal an die deutsche Nationalmannschaft, wir dürfen nicht remigrieren. Also, das sind so die wirklich niedersten Instinkte des Menschen, die hier angesprochen werden. Fußball, um Gottes Willen. Nachdem aber die Wirtschaft nicht mehr zündet, muss man jetzt, aber der Fußball. Ja, wirklich, wirklich. Nicht den Fußball. Nein! Okay, jetzt kommt hier die Oma. Ohne Pfleger, internationale Beziehungen, Menschen verarmten. Ja, es ging jetzt hier um die Pfleger. Ich mach nochmal ab hier der Fußballgeschichte. Mhm. Verloren noch höher. Alte Menschen, vereinsamten ohne Pfleger, Also A, ist es jetzt schon? Und B, hast du mal diese lustigen Videos gesehen von so muslimischen Pflegern, die dann die alten Omas und Opas, die da so, ja, so vor sich hin vegetieren, ja, letztendlich quälen? Habe ich leider nicht gesehen. Die dann so das Essen denen ins Gesicht schmieren und so, mach doch mal den Mund auf und dann so batsch und so. Also von so jemandem möchte ich mich nicht pflegen lassen. Ja, als Linker würde ich jetzt argumentieren, Einzelfall. Okay. Von wegen Arschlöcher gibt's überall. Da hätte ich gerne Statistik, aber ich kann es mir tatsächlich durchaus vorstellen, dass man das irgendwie herleiten. Also in ihrer Religion ist es ja schon verboten, dass du jemanden, der nicht zur Familie gehört, irgendwie ja leicht bekleidet siehst. Ne? Also so einer alten Oma mal den Rücken schrubben oder so, das gibt diese Glaubensrichtung einfach nicht her. Ja, zumal im Islam ja wirklich die Dichotomie zwischen Ungläubigen und Gläubigen extrem ist. Also wie da auf die Ungläubigen gemettelt wird, also schon allein, wenn das Gebet losgeht, also ja, was die da alles, die Formeln, die sprechen, da geht es halt immer darum, schick den Zorn an die Ungläubigen und so weiter, weil sie nicht zu dir sich bekannt haben, Allah und Pipapo. Ja, das ist einfach ein großer Spalter. Klar. Und selbst solche emanzipierten Leute, die den Pflegeberuf aufnehmen, du kriegst das nicht raus, so ohne weiteres. Gerade so, wenn das dann Ungläubige sind, das kann mir keiner erzählen. Nicht bei dieser Religion. Nee. Nationale Beziehungen waren dahin, Menschen verarmten, große Städte wurden leer und auf dem Land fehlte sowieso alles. Das kann doch keiner für voll nehmen, oder? Große Jetzt sieht's doch gerade idyllisch aus hier, oder? Ja. Mir ging es gerade um den Punkt, große Städte wurden leer. Aha. Also, das wäre doch gerade gut im Moment. Das wäre extrem gut. Ja, wir haben ja so eine Wohnungsnot. Und so leer wie hier gezeigt, so 28 Days Later, wird es bestimmt nicht. Also, Berlin gut, klar, nur noch so 100 Leute, bisschen, ist klar. Die wollen natürlich ein bisschen provozieren, aber ich glaube, ich frage mich fast, ob das, ich weiß nicht, ob das nicht im Nachhinein ein Rechter war, der hier so die linken Punkte macht, um ein bisschen die Linken zu veralbern. Also, das ist ein Eigentor am Ende. Oder eine Trollaktion, Das kann man echt nicht für voll nehmen. Das kann man super leicht alles auseinandernehmen. Oh Gott. Wenn wir das sogar schon. Eigentlich funktionierte nur noch die Autobahn. Das war den Blauen irgendwie wichtig. Den Blauen? Ja,
Das war damals eine Partei von vielen, bis sie die Wahlen gewann. Es gab Wahlen in Deutschland? Ja. Okay. Es gab Wahlen in Deutschland. Ja, und dann wurden sie abgeschafft, oder was? Ist klar. Bestimmt. Vor allem von der AfD, die als ersten Punkt im Wahlprogramm hat, direkte Demokratie. Also meiner Meinung nach ist die AfD mit Abstand die demokratischste Partei von allen. Ja gut, du brauchst dann keine Parteiwahlen mehr, ne? Vielleicht meint sie das. Ja, darüber kann man ja diskutieren. Ich meine, in der Schweiz zum Beispiel gibt es ja auch direkte Demokratie und trotzdem Parteien, weil ich denke, so die ganz großen Fragestellungen wird man vielleicht, oder anders, ich sag mal so die mittelgroßen Fragestellungen, über die sich der normale Mensch einfach gar nicht Gedanken machen kann, weil er gar nicht die Zeit und das Wissen dazu hat. Ich denke, dafür wirst du immer noch Leute brauchen, ich sag mal, ich benutze mal dieses leidige Wort Experten, also Leute, die sich dann nur mit so einem Thema beschäftigen. Also was jetzt ist ja so die nächste Umgehungsstraße, ne? Und gut, wenn dann vor Ort genügend Leute sagen, nee, wir machen jetzt eine Volksabstimmung, dann machen die trotzdem eine Volksabstimmung, ne? Mhm. Aber wenn sich da keiner zuckt, dann wird es halt durchregiert, ja. Ja, aber so ganz große Themen natürlich, das wäre wirklich klasse, wenn wir da mal direkte Demokratie hätten. Zum Beispiel, wenn wir 2015 gefragt worden wären, einfach, wollt ihr die ganzen Flüchtlinge aufnehmen? Also es gab ja damals schon Umfragen in den Zeitungen, dass das auf große Skepsis stieß insgesamt bei den Deutschen. Aber die Merkel hat einfach die Grenze aufgemacht. Genauso 2001. War wie beim Euro. Ja. Wollte ich gerade sagen, da hätte man uns fragen können, ja, wollt ihr denn überhaupt den Euro? Den wollte halt keiner. Ich glaube, 70% wollten den nicht. All solche gekommen. Sachen. Ja. Wollt ihr Griechenland retten mit euren deutschen Steuergeldern? Wollt ihr das? Also, das sind all solche Themen. Wenn man da direkt fragen würde, wäre die Politik ganz anders geworden. Deswegen finde ich, ist das ein wahnsinnig guter Punkt von der AfD, ein wahnsinnig wichtiger. Direkt Demokratie. Ich mag hier die Mischung aus Weidel und Meloni in der Mitte. Ja, ja. Es sieht so ein bisschen aus, ne? Und rechts, der hat auf jeden Fall was von Höcke. Also genau, und links ist Chrupalla, ja. Genau, den Chrupalla kennt man noch ganz gut. Rechts, der Höcke, da ist vielleicht auch, meine ich, was so ein drin. CDUler irgendwie, wie hieß denn der? Da sind auch andere Leute drin. Vielleicht der Bernd Baumann noch von der AfD, könnte ich mir vorstellen. Also von der Frisur her so ein bisschen. Ja, ist ganz witzig, wie das funktioniert mit dem Thema KI. Bis die Blauen an die Macht kamen, war Deutschland eine Demokratie. Dann schafften die Blauen die anderen Parteien ab und die freie Presse. Natürlich wird das passieren. Ja, da frage ich mich immer ganz ehrlich, wo nehmen denn die AfD-Gegner das her, dass die AfD das will? Also ich glaube, es ist wirklich nur noch Projektion. Ja. Ich meine, die wollen ja gerade die Partei verbieten, sehr demokratisch. Also ganz ehrlich, mir fällt ja nicht mal von einem irgendwie Hinterwäldler jetzt ein Zitat an der Stelle ein, der gesagt hat, ja, wir müssen die anderen Parteien verbieten. Also habe ich jetzt Hinterwäldler gesagt, sorry, ich meine von einem Hinterbänkler. Nur weil man sagt, das sind die Altparteien, impliziert das halt gar nichts, ne? Die sind halt altbacken, ja. Ja, eben. Das heißt jetzt nicht, dass die abgeschafft werden würden oder dass die AfD das will. Das ist wirklich so ein Punkt, das habe ich noch nie gehört. Also, liebe Zuschauer, wenn ihr da vielleicht mehr wisst, postet das mal gerne in die Kommentare, worauf sich da die Linken beziehen, weil das ist wirklich, ja, wie du sagst, Projektion oder einfach nur ein absolutes Strohmann-Argument. Also, du tust halt dem Gegner was in den Mund legen, was er gar nicht so gesagt hat. Ja. Fernsehen, nur noch deutsche Filme, das Internet zensiert. Es gab nur noch. Internet zensiert. So wie jetzt, meinst du? Ja, genau. Wir erinnern an Corona-Zeiten. Wir erinnern an das Netzdurchsetzungsgesetz. Also, das Internet ist wahrscheinlich in Deutschland wenig frei. Also weniger als sicherlich in vielen anderen Ländern, zum Beispiel USA. Jetzt fällt nur noch China ein, tatsächlich, was schlimmer reguliert ist. Naja, Russland auf jeden Fall auch. Bei Russland wüsste ich es jetzt nicht persönlich, aber wahrscheinlich, ja. Doch. Die haben dieses Russnet jetzt, die haben auch so ein eigenes Internet. Ja, und die sind viel abgekapselt von vielen Apps tatsächlich. Ja, also Russland steht da auch nicht gut da. So, jetzt kommt hier ein interessanter Punkt mit dem Thema GEZ. Ich war noch ganz kurz zurück. Deutsche Filme, das Internet zensiert. Es gab nur noch 3 Kanäle und einen Radiosender. Und dann fing sie an. Es gab nur noch 3 Kanäle und einen Radiosender. Also für GEZ-Medien würden 3 Kanäle mehr als ausreichen. Also ich finde ja mal, man bräuchte nicht mal einen GEZ-Kanal. Also gut wegen mir einen, aber du brauchst keine 3. Ja, so einen, der so irgendwelche Bundestagsdebatten Dauer überträgt. Ja, genau. Irgendso aber alles andere,
irgendwelche Fernsehserien und Filme. Das ist einfach nicht die Aufgabe von einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das können alles die Privaten machen. Also ich wüsste nicht, durch welchen Tatort das Meinungsbild der Bevölkerung erweitert wird oder sowas, ne? Was ja so der Auftrag war. Ja. Ja, wobei man sagen muss, die geben sich ja tatsächlich Mühe, das Meinungsbild zu ändern. Wir besprechen das ja hier auch sehr oft. Naja, natürlich. Also auch in den Zeilen, du hast recht, ja. Genau, in den fiktiven Produktionen wird ja ständig auf der AfD rumgehackt. Da geht es immer gegen rechts und pipapo. Also die verstehen sich da schon sehr erzieherisch. Und genau das finde ich halt mega blöd an dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das ist einfach nicht der ihre Aufgabe. Mhm. Ah, guck mal hier, Andi aus dem Plattenbau hat hier schön ein Statement abgegeben. Emigration. Und darunter ist Deportation, ist Vision. Ja, okay. Remigration. Aber eigentlich war es Deportation. Was ist denn Deportation? Nee, war es nicht. Erst wollten sie alle Nicht-Deutschen raushaben. Aber das war fast die Hälfte der Bevölkerung. Dass das nicht ging, verstanden so. Aha. Ist das so? Sind wir schon bei 50%? Der mir neu. Da kommt drauf an, wie man rechnet. Ich google mal ganz schnell. Deutschland, Anteil, Migrationshintergrund. Also der Migrationshintergrundanteil, der wird, ja, 28,7% betrifft er im Jahr 2022. Beträgt er, Entschuldigung. Ja, das ist erstmal knapp mehr als ein Viertel. Wie gesagt, nochmal, Ponywurst Productions, ihr könnt nicht rechnen, deswegen übernehmen wir das für euch. Gerne. Also ich hätte jetzt aus dem Bauch gesagt, so ein Drittel tatsächlich. Hätte ich auch gesagt. Ich würde den sogar noch zugute halten, dass es hier ja ein bisschen in der Zukunft spielt. Ja. Aber was, also geben die denn damit jetzt den Bevölkerungsaustausch indirekt zu? Ja, schon. Das ist, näher, und das ist ja das Argument, denke ich, auch von diesen Leuten. Also, dass halt schon so viele Zuwanderer in Deutschland sind, dass wir das gar nicht machen können. Das schreiben die ja auch in dem Klappentext. Ich lese nochmal vor. Sie wollen in 10 bis 15 Jahren Millionen nach Nordafrika abschieben. Wer soll das machen? Ihr und welche Bevölkerung? Also in diesem Satz, ihr und welche Bevölkerung, lese ich so von wegen, naja, also es sind ja eh schon weniger Deutsche als Migranten. Die ganzen Opas werden es ja wohl nicht mehr machen, so sinngemäß. Ja, ja. Ich meine, gut, das ist ein Punkt natürlich, ja. Ich sehe das kommen, aber ganz so schwarz aktuell, ganz aktuell sehe ich zum Glück noch nicht. Auch wenn ich schon sehr schwarz sehe. Also wenn das so weitergeht, bitter, aber zur Zeit könnte man noch. Es hat halt auch immer so das Geschmäckle von so einem Typen, der ein Haus abfackelt. Ja, und dann kommt die Feuerwehr, versucht es zu löschen. Und der wirft so lange Benzin drauf, bis es halt nicht mehr löschbar ist. Und sagt dann, ich habe euch doch gleich gesagt, ihr könnt das nicht löschen. Ja. Also. Ja, wir wollen das Problem angehen. Danke, bitte weiter. Genau, und das Problem muss wirklich endlich mal an der Wurzel angepackt werden. So, okay, jetzt mal weiter. Dass das nicht ging, verstanden sogar sie selbst. Also fingen sie mit denen an, die keinen deutschen Pass hatten. Und da brach schon einiges zusammen. Und haben sie das nicht gemerkt? Doch. Aber sie haben es einfach den Kindern und Enkeln von Einwanderern in die Schuhe geschoben. Und da war Deutschland schon so dunkel und karg, dass man froh war, wenn man... Gott, jetzt hier noch die Judenkarte spielen sehen. Ja, aber der Punkt war jetzt auch einfach von der Sache her albern. Also, wenn, nochmal, es ging jetzt darum, wenn wir jetzt Leute abschieben würden, also angenommen, wir würden jetzt alle Leute ausweisen, die keinen deutschen Pass hätten, dann würde hier schon was zusammenbrechen. Und einfach mal so in den Raum gestellt, ja. Ja, das würde ich extrem hart bezweifeln. Also, ich denke mal, unter den Leuten, die keinen deutschen Pass haben, werden weit weniger arbeiten als unter der deutschen Bevölkerung. Weit, weit weniger. Also die liegen uns größtenteils... Ich bin mir nicht sicher, so Polen oder so, die hier arbeiten, die haben ja auch keinen deutschen Pass. Ah, okay. Weißt du? Deswegen... Aber, hast recht, aber das ist das Ding, die sind ja natürlich nicht Hauptziel von dem Thema Remigration. Ja, richtig, die würden nicht abgeschoben werden. Warum auch? Ja. Und das ist dann so eine, naja, Reductio ad absurdum, sagt man. Also eine Reduktion aufs Lächerliche. Also das ist so ein argumentatives Ding, wenn du die gegnerische Position ins Lächerliche ziehst, weil du die halt übertreibst. Und weil du es zu weit denkst. Genau, ja. Weil du es zu weit denkst. Und so weit denkt man gar nicht. Also Remigration würde ganz bestimmt nicht irgendwelche Polen betreffen, die hier gute Jobs machen und hilfreich sind. Und sich vor allem kulturell anpassen und zur Sprache sprechen, sich benehmen. Also nicht kriminell auffällig sind.
Es ist halt wie vor mit dem syrischen Arzt oder was das Beispiel da war. Ja. Der würde halt nicht abgeschoben werden, weil er halt angekommen ist. Ne? Der Dr. Halt, Jamil würde wahrscheinlich ausnahmsweise bleiben dürfen, ja. Der ist jetzt kein Deutscher, aber der kann auch trotzdem hier arbeiten und am Leben teilnehmen. Der darf halt nicht wählen, aber meine Güte. Genau, man müsste halt einfach selektiver sein in dem, wen man hier reinlässt und wen man zulässt. Ja. Weißt du, was mich am meisten da an der ganzen Sache seit einiger Zeit nervt? Dass die AfD, weil die das Problem angehen will, so ja ausgebuht wird. Und diese ganzen anderen Parteien, die seit 40 Jahren erzählen, ja, wir werden das machen, wir werden härter durchgreifen und so und nichts machen, jetzt dem Schneider sind so, guckt mal die Bösen da drüben. Also das nervt mich tatsächlich, dieses Geheuchelte und das über diesen Zeitraum auch. Und das ist auch so ein Punkt, ich mache den immer wieder gerne, ich habe den hier auch schon oft in unserem Podcast gesagt, dass immer dieser Vorwurf, die AfD würde für schwierige Probleme leichte Lösungen bieten. Und das sehe ich so halt gar nicht, oder eher im Gegenteil, weil die einfachste Lösung ist doch das, was die anderen Parteien machen. Ja, wir machen nichts, wir lassen einfach alle Leute kommen und gucken mal, wie es sich entwickelt. Eine schwierige Lösung ist dagegen, wirklich mal an die Probleme ranzugehen, zu sagen, wir müssen jetzt hier die Leute remigrieren zum Beispiel. Das ist nicht leicht, das wird eine schwierige Aufgabe. Ich denke, das ist eine schaffbare Aufgabe, aber das wird schwierig. Zumindest ist das wesentlich schwieriger, als einfach die Grenzen offen zu lassen und zu sagen, ja, kommt alle rein und wir gucken dann mal weiter. Gerade dann, wenn du in diese Grenzfälle kommst, wie mit diesem syrischen Arzt oder so, was machst du denn jetzt mit dem? Ziehst du deine harte Linie durch oder machst du da eine Ausnahme? Irgendwelche Kriminellen abschieben, das ist ja nur wirklich die leichteste Übung, also von der Begründung her. Ne? Aber das die anderen Sachen, das wird dann heftiger. Ja. Genau, denen muss man sich stellen, das sind schwierige Fragen, aber die AfD stellt sich wenigstens diesen Fragen und die anderen Parteien eben gar nicht. Die sagen alle 4 Jahre mal, wir machen was. Wahl ist vorbei, wir machen übrigens gar nichts. Genau. Man gehen konnte, auch den meisten Deutschen ging es so. Und meinst du, die merken immer noch nicht, dass es ihnen geschadet hat, euch alle los zu sein? Doch, aber in so einer Diktatur wie in Deutschland ist es sehr schwierig zu sagen, was man wirklich denkt. Man wird da sofort eingesperrt. Vermisst du Deutschland eigentlich? Manchmal schon, mein Licht. Aber wäre ich da, würde ich dieses schöne Land, das wir hier gemeinsam aufgebaut haben, noch mehr vermissen. Bullshit, absoluter Bullshit. Also, wenn diese Bevölkerungsgruppen so schöne, funktionierende Länder aufbauen würden und die Fähigkeiten dazu hätten, dann hätten sie doch gar keinen Grund, zu uns zu migrieren. Also, das ist doch das Hauptproblem. Also, diese wunderhübschen Häuser, die aussehen wie Kakerlaken in Nordafrika. Alles klar. Weißt du was? Ich gebe euch die Häuser. Probiert euer Glück, baut diese Häuser, belehrt mich eines Besseren, aber geht. Ja, das ist halt so wirklich dieser Wakanda-Mythos, sag ich mal, den auch diese Black Panther-Marvel-Filme aufgemacht haben. Also man nennt das oft, habe ich den Begriff gelesen, wie ist das? Afrofuturismus oder sowas. Also, wo es darum ging, so Zukunftsversionen von Afrika, wie das halt so Science-Fiction-mäßig wird, weil die Afrikaner auf einmal so gut und toll sind. Aber naja, das sind halt einfach nur Fantasy-Geschichten letztendlich. Science-Fiction ist auch. Ich weiß auch gar nicht, also ich finde ja Südafrika, Kapstadt und so, das ist schon eine schöne, sehenswerte Stadt. Ne? Ja, du wirst uns sicherlich gleich sagen, warum. Nur hast du mal die Skyline gesehen von Kapstadt? Ja, aber ich meine, der riesige Unterschied ist doch in der Bevölkerung zwischen Südafrika und dem Rest von Subsahara-Afrika. In Südafrika hast du ja wahnsinnig viele niederländisch abstammende Menschen, weiße Menschen, die das alles aufgebaut haben. Das stammt so, also wenn dort nie sich Weiße angesiedelt hätten, das sieht dort immer noch aus wie in Uganda oder Kenia oder so. Ich meine, zumindest ist Kapstadt noch nicht abgebrannt, also es ist möglich. Zumindest den Besitzstand zu verwalten anscheinend. Ja. Achso, es geht ja noch ein bisschen. Ich dachte, wir sind durch. Warte, ich drücke nochmal Play. Ja, wir schauen nochmal. Trotz der anhaltenden humanitären Katastrophe weigert sich die deutsche Regierung, internationale Hilfsgüter für ihre notleidende Bevölkerung ins Land zu lassen. An allen Grenzübergängen sehen wir die gleichen Bilder. Hunderte UNICEF-Mitarbeiter und Lasterkolonnen warten vergeblich auf Einlass in das dünn besiedelte Land. Dabei gehörte das von Dürre und Überschwemmungen geplagte Land bereits vor dieser zu den ärmsten Regionen Europas und ist massiv auf ausländische Unterstützung angewiesen. Okay. Okay. Alles klar. Ja. Also wenn mir die ganzen Kostgänger, ich sage jetzt wirklich immer dieses böse Wort,
rausschmeißen, dann landen wir bei Hunger, Dürre, Katastrophen und Missernten und was weiß ich nicht. Das ist wirklich extrem albern, wenn man sich einfach auch die jüngere deutsche Geschichte anschaut. Ich meine, ich nenne da immer gerne diese Statistik, also nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich meine, muss man sich vorstellen, Deutschland war wirklich komplett zerbombt, hatte einen massiven Krieg verloren, war besetzt. Die junge Bevölkerung war größtenteils tot. Im Winter 45 sind auch noch mal ganz viele weggerafft worden tatsächlich. Genau, die Moral war im Arsch. Und das hat aber dann nicht lange gedauert, bis Deutschland dann wieder weltweit die zweitstärkste Wirtschaftsnation war nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich glaube 1960 schon waren wir dann schon wieder auf dem zweiten Platz nach der USA. Also die BRD zumindest. Ja gut, ich meine, da muss man natürlich sagen, dass die USA da viel Geld reingepumpt haben, damit es das Schaufenster des Westens wird. Aber man kann ja auch konstatieren, dass zum Beispiel die DDR ja auch sich relativ schnell aufgebaut hat wieder, ne? Obwohl alles, was da an Maschinen zusammengeflickt wurde, Richtung Moskau ging. Also es ist anscheinend irgendwie das Bestreben da, selbst wenn alles in Trümmern liegt, das wieder hochzuziehen. Ja. Warum soll das jetzt auf einmal nicht mehr da sein? Also es ist... erschließt sich mir überhaupt nicht hier bei dem Filmchen. Mir auch nicht. Aber zumindest, sie sind sehr fantasievoll mit ihren Vorhersagen. Um das vielleicht kurz nochmal zu unterfüttern, ich finde jetzt nur eine Statistik von 2070. 2070 war Deutschland auf jeden Fall auf dem dritten Platz schon. Entschuldigung, 1970, war Deutschland schon auf dem dritten Platz. Hinter Vereinigten Staaten und dann Sowjetunion. Also die sind auch einfach größer. Es geht jetzt um das Bruttoinlandsprodukt. Millionen US-Dollar. Ja, und ich meine mal gelesen zu haben, dass es sogar in den 60ern Deutschland dann zeitweise sogar vor der Sowjetunion lag. Es ist ja auch nicht wichtig, aber die Tendenz ist gut zu sehen, dass es halt. Die Tendenz nach oben ist ging, da. Ne? Auf jeden Fall ist die Tendenz grundlegend, dass es den Deutschen niemals an Wirtschaftsgeist gemangelt hat, um jetzt wirklich zu verhungern, so wie es hier gesagt wird, nur weil ein paar Ausländer weg sind. Ja. Lustig ist ja, das Szenario, was Sie hier skizzieren, bedeutet ja dann auch, dass die EU zusammengebrochen sein muss, ne? Wenn es Deutschland so scheiße geht. Stimmt. Das ist ein interessanter Punkt. Ich meine, wenn es uns so scheiße gänge, wie jetzt zum Beispiel Griechenland, dann würden wir doch einfach von allen die Hilfsgelder kassieren. Oder wollt ihr etwas sagen, dass nur wir Deutsche zahlen? Und wenn wir Deutsche nichts zahlen, dann bekommen wir von niemandem was. Ja, wenn wir nicht mehr einzahlen, dann sind wir der größte Nettozahler, also da sind wir da weg und dann bricht ja dieses ganze Konstrukt in sich zusammen. Also ja, das meine ich. Wir kriegen da nichts mehr aus dem Topf, weil es keinen Topf mehr gibt. Weil es keinen Topf mehr gibt, genau das, darauf wollte ich jetzt hinaus. Also die anderen werden uns dann nichts bieten können. Das war's dann. Aber dann kommt der UNICEF, also mein Gott. Ja. Ja, liebe Leute, dann sagt mal, wie ihr fandet, ihr dieses tolle Filmchen fandet. Ob wir noch irgendeinen Punkt vergessen haben, auf den es würdig wäre einzugehen. Ja. Und natürlich, wenn ihr wieder Empfehlungen habt, lasst es uns gerne wissen. Wie Mailmensch 320. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.